Das andere, das habe ich auch drauf. Das läuft jetzt ein bisschen anders. So. Ja, dann können wir langsam starten. Also mein Vortrag heißt Zwischen zwei Welten über Alien-Begegnungen und Entführungserlebnisse im deutschsprachigen Raum. Und ich habe dem Vortrag deswegen den Untertitel Zwischen zwei Welten gegeben, um damit dem Gefühl Ausdruck zu verleihen, mit dem viele Entführte durch ihr Leben gehen. Also einerseits in ihrer normalen Alltagswelt zu leben, und andererseits aber auch eine Bedrohung dieser Alltagswelt zu erfahren durch mysteriöse Erlebnisse, die sich immer wieder in ihrem Leben manifestieren können. Also ich habe es oft genug erlebt, dass Entführte ein relativ normales Leben geführt haben, lange Zeit zum Beispiel nichts mehr erlebt haben und dann gesagt haben, ja, ich kam ganz gut damit klar, ich kann mich ganz gut auf meinen Alltag konzentrieren, und dann kam auf einmal wieder ein Erlebnis hoch, das die dann vollkommen aus der Bahn geworfen hat, und die Entführten mussten sich dann wieder intensiv damit beschäftigen, haben wieder einiges zum Aufarbeiten, und das ist halt nicht immer ganz leicht für sie. Also kurz zu mir, mein Name ist Patrick Hübner. Und wie bin ich eigentlich zu dieser Thematik gekommen? Das war eigentlich ganz unfreiwillig, durch sozusagen zwangsweise durch eigene Erlebnisse. Es ist halt manchmal der Wunsch aufgekommen, dass ich auch mal was über meine eigenen Erlebnisse erzähle. Und das kann ich jetzt ein bisschen ansatzweise versuchen. Es ist halt immer noch ein emotionales Thema für mich, aber ich werde halt den Versuch ein bisschen wagen. Also bei mir war es halt so, meine früheste richtige Erinnerung an ein Entführungserlebnis, das hatte ich im Alter von 2 Jahren, ungefähr 2 bis 3 Jahren. Es war halt so, dass ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Eltern irgendwas in der Wohnung umgestellt haben. Also die haben wahrscheinlich was umrenoviert, und in dessen Verlauf haben die auch unser Kinderzimmer umgestaltet und haben da die Möbel ausgeräumt, und der Raum war dann ziemlich leer, und übergangsweise mussten wir dann auf dem Boden schlafen, ich und mein Bruder. Und ich erinnere mich noch, dass da so ein komischer alter Schrank stand mit so einer Glastüre. Und ich weiß halt noch, dass in einer dieser Nächte, dass ich aufgewacht bin und dass so ein bläuliches Licht im Raum war und irgendwas nicht gestimmt hat. Es war irgendwie ziemlich laut, und in meiner Erinnerung waren es halt drei, also für mich waren es damals kleine Männer. Es waren halt 3 Wesen, die in mein Zimmer gekommen sind und die irgendwie rumgeredet haben und an mich herangetreten sind. Ich lag ja auf dem Boden vor diesem Schrank, und diese Wesen waren auf einmal da und beugten sich auch über mich, und ich hatte große Angst vor ihnen. Und irgendwie habe ich mich auch versucht, gegen sie zur Wehr zu setzen, also sie irgendwie abzuwehren. Und ich weiß, dass sie halt wollten, dass ich irgendwie aufstehe, und sie wollten halt, dass ich aufstehe, und das wollte ich aber nicht. Und meine letzte Erinnerung daran ist halt, dass ich irgendwie raufgezerrt werde von ihnen. So ging es dann ein bisschen weiter. Eine Erinnerung, die ich noch habe aus meiner Kindheit, ist, dass ich eben auch manchmal nachts aus dem Bett gefallen bin als kleines Kind. Also ist wahrscheinlich jedem passiert, unbeabsichtigt.
wenn man sich im Bett herumdreht. Und es war jedes Mal ein Horror für mich, weil ich mich der Dunkelheit dann schutzlos ausgeliefert gefühlt habe. Und ich habe immer das gefürchtet, was dort in dieser Dunkelheit sein könnte. Und manches Mal lag ich halt dann ohne meine Bettdecke auf dem Boden und habe mich gar nicht getraut, mich zu bewegen oder ins Bett zurückzuklettern. Einfach durch diese Panik heraus vor dieser Dunkelheit. Und also in einer Nacht ist es dann tatsächlich passiert, dass ich wieder aus dem Bett gefallen bin. Und dann tauchte aber ein bläuliches Licht auf nach einiger Zeit in meinem Zimmer. Und ich bemerkte dann, dass zwei dieser kleinen Männer, wie ich sie halt, so habe ich sie halt damals empfunden, dass sie in mein Zimmer gekommen sind. Und ich lag halt auf dem Boden und in meinem Blickfeld befand sich damals so ein Stuhl. Und so konnte ich damals erst den Oberkörper erkennen. Sie sind halt durch die Zimmertür gelaufen. Ich sah halt den Oberkörper, verfiel dann langsam in Panik. Ich sah dann halt langsam, wie sie aufgetaucht sind. Und konnte dann, hatte dann einen vollen Blick auf sie. Und es waren halt zwei Wesen. Sie sahen halt immer so aus, sie waren ungefähr 1,60 groß. Meine Erinnerung daran ist ziemlich schlecht. Also im späteren Alter hatte ich Erfahrungen mit diesen grauen Wesen. Aber damals als Kind, diese Erlebnisse stachen irgendwie ganz besonders hervor. Ich kann nicht mal sagen, ob es auch die grauen Wesen waren. Ich habe den Eindruck, dass sie auch ganz andere, so ein bisschen ganz andere Augen gehabt haben. Und sie haben sich auch ganz anders verhalten als die grauen Wesen im späteren Alter. Und da war halt immer ein Wesen dabei, das für mich ziemlich dominant gewesen ist. Und das ist in meiner Kindheit immer wieder aufgetaucht. Das hatte so eine Art dominante Rolle. Und dieses Wesen ist auch immer als erstes ins Zimmer hereingekommen. Und bei diesem Erlebnis sah es mich dann halt auf dem Boden liegen und war halt irgendwie auch ziemlich irritiert und irgendwie auch belustigt darüber, dass ich auf dem Boden lag. Und ich erinnere mich halt daran, dass es so eine Bemerkung gemacht hat, von wegen, was ich denn da auf dem Boden zu suchen hätte. Und danach traten diese beiden Wesen wieder an mich heran. Ich habe versucht, die irgendwie abzuwehren. Ich habe halt als Kind immer gewusst, ich darf diese Wesen nicht an mich heranlassen. Also wenn diese Wesen an mich herankommen und mich richtig berühren, dann passiert irgendwas Schlimmes. Und ich weiß halt noch, dass ich mich dann zur Wehr gesetzt habe und dass mich dieses eine Wesen angefasst hat. Und ab da bricht wieder die Erinnerung ab. Das ging halt, diese Erlebnisse zogen sich durchs ganze Kindheitsalter hindurch, bis ungefähr ins Alter von 10 Jahren. Das ging von Schritten, die ich dann im Zimmer gehört habe, das Gefühl halt, dass eine Anwesenheit im Raum ist. Und immer wieder standen diese Wesen im Mittelpunkt. Am Anfang waren es halt noch zwei Wesen, die in mein Zimmer gekommen sind. Im späteren Verlauf waren es dann drei Wesen. Das hat sich dann langsam auch immer weiter gesteigert, auch in seiner Dramatik.
irgendwie wollten diese Wesen halt immer was von mir. Und damals als Kind konnte ich halt nicht nachvollziehen, was das war. Es wurden halt auch keine Erklärungen abgegeben, was da eigentlich passiert. Ich konnte einfach nur reagieren. Und aus dem Impuls heraus habe ich dann natürlich immer versucht, die Wesen von mir abzuwehren, weil es einfach fremdartig für mich war und mir große Angst gemacht hat. Und diese Erlebnisse haben sich dann so aufgebaut, dass ich nachts beispielsweise wach geworden bin und in der Wohnung zum Beispiel Schritte gehört habe, die sich meinem Zimmer genähert haben. Ich bin dadurch wach geworden und wusste damals auch ganz genau, dass wieder diese Wesen auftauchen würden. Und ich musste natürlich versuchen, mich dagegen zur Wehr zu setzen. Sie sind halt auch teilweise ziemlich schnell in mein Zimmer gekommen. Also es war schon etwas so, als ob sie einen ziemlich schnellen Laufschritt einlegen würden. Und diese Schritte, die sie gemacht haben, haben sich halt auch oft angehört wie so ein richtiges Gepolter, wie von schweren Schritten, die halt die Wohnung entlang rennen. Und diese Wesen sind dann halt immer durch die Zimmertür, haben die Zimmertür aufgemacht, sind in mein Zimmer gekommen. Und ich konnte dann irgendwie nur reagieren. Ich wollte diese Wesen abwehren von mir. Ich wollte nicht, dass die an mich rankommen. Sie haben sich dann immer vor mein Bett aufgestellt. Und also komischerweise war es halt damals in der Kindheit so, dass ich mich immer noch bewegen konnte. Also meine Bewegungsfähigkeit war nicht eingeschränkt. Ich konnte noch irgendwas tun. Und das habe ich halt dazu benutzt, mich zum Beispiel zur Wehr zu setzen. Oder ich habe einfach versucht, mich tot zu stellen, also mich ganz ruhig hinzulegen und so zu tun, als wäre ich nicht da quasi. Als Kind habe ich halt gedacht, dass sie mich dann vielleicht nicht bemerken würden und einfach wieder verschwinden würden. Aber es hat halt nie geklappt. Habe ich auch gemacht, aber da ist halt nie was passiert. Also meine Eltern sind nie gekommen, es hat nie geholfen. Oder ich habe halt versucht, ich wollte diese Wesen damals auch nicht, überhaupt nicht sehen. Es war mir halt zuwider, diese Wesen sehen zu müssen, weil ich mich irgendwie für ihn auch gefürchtet und auch ein bisschen abgestoßen gefühlt habe. Da habe ich mich dann zum Beispiel unter der Bettdecke versteckt. Ich habe die Bettdecke schnell über mich geworfen. Oder ich habe mich halt so im Bett herumgeworfen, dass ich die Wand angeschaut habe und nicht den Raum ansehen musste. Oder ich habe halt die Bettdecke über mich geworfen. Und wenn ich konnte, habe ich halt nach diesen Wesen getreten. Das ist halt auch ziemlich oft vorgekommen. Es war dann halt so ein kleiner Kampf. Diese Wesen haben halt versucht, an mich heranzukommen. Ich habe mich aber ziemlich zur Wehr gesetzt und ich habe auch immer versucht, die Bettdecke festzuhalten, damit die mich halt ja nicht berühren konnten. Und die Bettdecke habe ich dann ganz fest mit meinen Gliedmaßen irgendwie festgepresst. Damit kein Zwischenraum entstehen konnte, durch den sie durchgreifen konnten. Und sie haben dann trotzdem versucht, zum Beispiel mich irgendwie anzufassen, also die Bettdecke anzufassen und daran zu ziehen. Und ich musste halt diesem Ziehen irgendwas entgegensetzen. Ich musste dann die Bettdecke festhalten an dieser Stelle.
Und dann hat ein anderes Wesen zum Beispiel wieder an anderer Stelle zugegriffen und an dieser Stelle weitergezogen. Und dann habe ich mich halt immer versucht, mit Tritten zu wehren. Ich habe halt dann ihre Hände gespürt oder so richtig die Bettdecke hochgeschlagen mit meinen Füßen und habe dann hab sie dann sehen müssen natürlich. Und langsam wurde es halt für mich unter der Bettdecke auch ziemlich warm. Die Luft wurde ziemlich knapp und manches Mal habe ich auch richtig dann röcheln müssen, weil ich eben keine Luft bekommen habe. Aber ich wollte nicht aufgeben, weil es mir halt große Angst gemacht hat, wenn diese Wesen an mich herankommen könnten. Aber ich war dann eigentlich immer der Verlierer. Und irgendwie haben sie es dann zum Beispiel geschafft, die Bettdecke von mir runterzuziehen. Ja, das war dann halt natürlich ein Horror für mich, aber dann auch so eine Art von Erlösung, kann man sagen, dass es endlich vorbei ist. Weil ich habe dann auch immer irgendwie das Bewusstsein verloren, sobald die richtig an mich herangekommen waren. Und ich bin dann halt immer schnell weggedämmert und das war dann auch irgendwie so eine Art Erlösung für mich, dass eben alles vorbei ist und diese Panik irgendwie, dass ich diese Panik nicht mehr spüren musste. Also es war schon eine richtige Todesangst, kann man sagen, für mich als Kind. Und wie gesagt, diese Erlebnisse wurden dann immer dramatischer im Laufe der Zeit. Bis ins Alter von 10 Jahren. Und dann hat plötzlich alles aufgehört und ich habe diese Wesen auch nie wieder gesehen. Erst in der Pubertät dann wieder hatte ich Erfahrungen mit diesen kleineren grauen Wesen. Die waren dann auch ungefähr 1,40 groß und eigentlich auch so, wie man die sich, wie man sie halt kennt, mit kleinen Gliedmaßen und etwas größeren Köpfen und solchen schwarzen Augen, so ein bisschen langgezogen. Und diese kleinen Grauen sind auch anders vorgegangen als diese Wesen davor. Ich war dann auch immer ziemlich schnell gelähmt, sobald sie in der Nähe waren. Sie sind zwar auch manchmal in mein Zimmer gekommen, aber ich hatte dann nicht diese Chance, mich gegen sie zur Wehr zu setzen. Oder was dann auch oft passiert ist, dass sie mich irgendwie unter ihre Kontrolle gebracht haben, unter ihren Einfluss gebracht haben. Und ich dann irgendwie in so einer Art veränderten Bewusstseinszustand war. Und irgendwie wie fremdgesteuert war, also durch sie gesteuert. Ich bin dann irgendwie bereitwillig dann zum Beispiel aus dem Zimmer gegangen und sie haben draußen im Korridor der Wohnung schon auf mich gewartet. Ja, es ist halt ziemlich schwer zu erklären. Das ist so, als ob man einem fremden Willen gehorcht. Ich bin damals einfach aus meinem Bett aufgestanden und hatte halt den Zwang, irgendwie mein Zimmer verlassen zu müssen. Aber eigentlich wollte ich gar nicht und das hat mir auch ziemlich Angst gemacht. Ich habe auch richtig gezittert während dieser Momente und meine Zähne haben manchmal auch richtig vor Angst geklappert. Aber ich musste halt, ich hatte irgendwie keine andere Wahl. Also es war halt dieser Zwang, das Zimmer verlassen zu müssen. Und draußen haben die mich dann in Empfang genommen. Ich weiß dann halt, dass dass wir irgendwie über den Balkon die Wohnung verlassen haben. Und an die Orte, an die ich gebracht worden bin, habe ich nur sehr wenig Erinnerungen. Aus der Kindheit weiß ich, dass
dass die Wesen damals irgendwas mit mir gemacht haben, was meinen Körper betroffen hat, dass ich dort nackt sein musste und dass es dort einen Tisch gab, auf den ich mich legen musste. Aber ich wollte mich nicht drauflegen, aber ich hatte eben keine andere Wahl. Eine andere Erinnerung ist, dass ich bei den grauen Wesen auf einem Tisch wach geworden bin und diese Wesen dann ein bisschen überrascht davon gewesen waren, dass ich mein Bewusstsein wieder erlangt habe. Und ja, ein oder zwei dieser Wesen haben sich dann zu mir runtergebeugt und ich habe dann wieder mein Bewusstsein verloren. Es war so, dass ich auf diesem Tisch lag und überall um mich herum standen ungefähr 6 oder 7 kleine graue Wesen. Das Licht in diesem Raum war irgendwie ziemlich intensiv grell, gelb, orange. Das Licht war so intensiv, dass es auch auf ihrer Haut irgendwie, dass es ihnen eine andere Hautfärbung so ein bisschen verliehen hat. Und es war auch für die Augen ein bisschen anstrengend. Und ich weiß, dass sie irgendwas an meiner unteren Körperhälfte gemacht haben, so im Bereich der Beine oder sowas. Ja, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus meinen Erlebnissen in letzter Zeit. Also die letzten 3 Jahre oder so ist nichts Besonderes mehr passiert. Ist irgendwie so eine Pause eingetreten. Bloß vor 1,5 Jahren war mal irgendwas, dass ich nachts wach geworden bin und halt weiß, dass ich irgendwie in mein Bett in so eine aufrechte Position gebracht worden bin, also mit dem Oberkörper aufgerichtet wurde. Und dass ich diese kleinen grauen Wesen an meinem Bett gesehen habe und ja, wieder Angst bekommen habe, aber dann auch schnell wieder das Bewusstsein verloren habe. Aber sonst befinde ich mich gerade irgendwie in so einer Ruhephase. Also es passiert nichts Besonderes mehr. Naja, damals habe ich natürlich auch versucht, beispielsweise Leute zu finden, die Ähnliches erlebt haben könnten oder an irgendwelche Organisationen zu geraten, die mir irgendwelche Hilfe bieten konnten. Aber damals, das war fast vor 10 Jahren, da wurde das Internet noch nicht so genutzt wie heute, also fand ich auch keine Forschungsorganisationen, war dann so ein bisschen für mich allein gestellt. Ich habe versucht auch den Herrn Fieback anzuschreiben, aber der war natürlich zwischenzeitlich verstorben und sein Bruder hat mir halt mitgeteilt, dass es irgendwie keine Entführungsgruppen mehr gibt im Moment. Dass es zwar welche gegeben hätte, aber die hätten sich nach seinem Tod dann quasi in alle Winde zerstreut. Also es gäbe keine Entführten, die sich irgendwie zusammengeschlossen hätten. Da hatte ich dann natürlich das Nachsehen und musste versuchen, auf eigene Faust irgendwelche Leute zu finden, mit denen ich mich auch so ein bisschen austauschen konnte. Durch Zufall gelang es mir dann, in verschiedenen Internetforen solche Leute zu finden. Und dadurch begann dann quasi so ein langsamer Austausch untereinander, der uns auch persönlich viel gebracht hat. Also es war zum Beispiel befreiend für mich, auch mal über das Thema mit anderen Betroffenen einfach irgendwie so ein bisschen zu scherzen, also so ein paar Witze zu machen.
damals war das für mich ja ganz ernst und es war irgendwie befreiend, auch mal darüber lachen zu können und auch mal über diese grauen Wesen irgendwelche Witzchen zu reißen. Heutzutage ist es eben so, dass die Entführungsthematik zwar immer noch aktuell ist, aber Entführungen eher so ein bisschen im Untergrund kommuniziert werden. Also die Betroffenen möchten nicht so gerne an die Öffentlichkeit damit gehen und sie suchen eben irgendwie, sie versuchen andere Personen zu finden, mit denen sie sich austauschen können, aber eben ohne den Weg über die Öffentlichkeit zu nehmen. Und es ist eben auch so, dass viele sich so ein bisschen scheuen, den Weg über Forschungsorganisationen zu nehmen, weil sie eben Vorbehalte haben, wie ihre Geschichte dann irgendwie verwertet wird oder ob die irgendwie öffentlich gemacht wird oder ob sie dann irgendwie nur zu hören bekommen, dass, dass sie psychisch irgendwie, weiß nicht, dass sie einen psychischen Schaden haben. Also diese Angst klingt immer so ein bisschen mit. Entführte sind auch ziemlich misstrauisch. Ich habe es halt oft erlebt, dass sich Entführte auch so eine Art Ansprechpartner suchen, also irgendwie nur so eine Bezugsperson, mit der sie sich dann austauschen. Und sie wollen dann nicht, dass diese Erlebnisse irgendwie weitergetragen werden an andere Personen. Ich habe dann auch manchmal Ärger bekommen. Wir sind so ein bisschen befreundet. Also ich kenne schon einige Entführte, mit denen ich einen ziemlich intensiven Austausch habe. Und man kann sagen, dass es ganz gute Freundschaften geworden sind im Laufe der Zeit. Die kennen sich auch so ein bisschen untereinander. Aber ich habe dann zum Beispiel Ärger bekommen, wenn ich Erlebnisse einer Person dann an eine bekannte andere Person weitererzählt habe. Sie wollten das eben nicht, auch wenn ihnen diese Person bekannt war und sie mit dieser Person einen Austausch gepflegt haben. Aber sie wählen sich halt so ein bisschen aus, wen sie sich anvertrauen und wen sie diese Erlebnisse weitererzählen. Also es herrscht halt so ein ziemliches Misstrauen vor. Das erklärt sich auch aus eigenen Erfahrungen, die die Betroffenen gemacht haben. Also viele haben ja negative Erfahrungen machen müssen, wenn sie sich zum Beispiel Familienmitgliedern oder Freunden anvertraut haben und dadurch ausgelacht wurden. Und dadurch sind sie halt vorsichtig geworden und wählen sich halt auch aus, wen sie eigentlich darüber erzählen und wem nicht. Ja, also was ich dann aus diesen Kontakten gelernt habe, wir sind ja auch sozusagen eine Betroffenen-Selbsthilfegruppe. Wir tauschen uns untereinander aus im Internet. Einerseits durch ein Internetforum, andererseits können wir dann auch persönlich Kontakt aufnehmen über Chatsysteme oder wir können miteinander telefonieren. Und manchmal ergeben sich halt auch kleine Treffen, wo man zusammenkommt, sich kennenlernt. Und diese Treffen sind teilweise auch ziemlich, ich treffe mich mit manchen, die ich schon seit langer Zeit kenne, das sind dann wie freundschaftliche Treffen, wo dann auch gar nicht über die Entführungen geredet wird. Also es sind halt einfach so Freundschaften, die entstanden sind im Laufe der Zeit. Was ich dann gelernt habe, ist halt, wenn man die Personen kennt, also wenn man nicht Fälle irgendwie aus zweiter Hand bezieht, wenn man die Personen richtig kennt, dann weiß man auch, wie sie so ein bisschen ticken, wie ihre Persönlichkeit aussieht. Man kennt ihre eigene Biografie, ihr Leben, was sie so erlebt haben, kann sie dann als Person einschätzen.
und auch ihre eigene Entwicklung bezüglich ihrer Entführungserfahrungen. Und es ist halt schwer, wenn man Fälle aus zweiter Hand hat, dann weiß man ja nichts über den, weiß man eigentlich nicht viel über den Hintergrund. Also wer sind die Personen dahinter? Wie ist ihre Persönlichkeit aufgebaut? Man kann sie einfach nicht einschätzen. Man hat nur den Erlebnisbericht, aber man weiß nicht, wie ist die Person dahinter eigentlich gestrickt. Neigt sie vielleicht zu Fantasien oder sowas? Das kann man durch den persönlichen Kontakt eben ziemlich gut herausfinden. Und diese Fälle aus erster Hand quasi waren für mich dann auch viel lohnenswerter und haben mich viel weitergebracht als Fälle, die ich dann irgendwo im Internet gefunden habe, beispielsweise. Ja, wenn man das über das Entführungsphänomen redet, ergeben sich halt auch viele Probleme für uns, für die Leute. Einerseits erschließt sich uns die Kraft, die hinter den Entführungsphänomenen steht, also die erschließt sich uns nicht. Wir wissen nicht, was dahinter steckt. Sie hebt irgendwie nicht den Schleier hoch und sagt, was eigentlich Sache ist, was vorgeht. Wir wissen noch nicht genau, wieso diese Erfahrungen stattfinden. Wir sind da halt so ein bisschen auf uns allein gestellt. Dann gibt es halt noch das Problem, dass es Betroffene gibt, die beispielsweise, dass es sicherlich so eine Art Dunkelziffer gibt unter den Betroffenen, die sich eben nicht an ihre Erlebnisse erinnern können oder die zwar sowas wie Anhaltspunkte haben, so kleine Erinnerungen haben, aber sie können diese Sachen nicht richtig einordnen und als Entführung deuten, beispielsweise. Sie sind halt auch so ein bisschen ungenügend aufgeklärt. Also es gibt sicherlich noch eine größere Dunkelziffer an Betroffenen, die sich aber nicht bewusst darüber sind, was mit ihnen eigentlich geschieht. Dann gibt es das Problem, dass Entführte kaum sowas wie Ansprechpartner haben und oft halt schon negative Erfahrungen damit gemacht haben, sich anderen Leuten damit anzuvertrauen. Und durch diese negativen Erfahrungen, da reichten schon eine oder zwei schlechte Erfahrungen und sie werden halt zurückhaltend oder behalten die Sachen ganz für sich. Sie reden dann mit niemandem mehr darüber. Dann gibt es eben noch das Problem, durch die öffentliche Diskussion und die Medien, die über das Thema berichten, aber sich eher halt am Massengeschmack der Bevölkerung orientieren und denen es eher um die Quote geht, als um objektive, korrekte Darstellung der Thematik. Das Problem bei der Forschung ist, dass sie eben auch Grenzen und Einschränkungen unterworfen ist. Also man hat zwar ein bisschen Material, aber man ist halt auch ein bisschen so ein bisschen den Launen des Entführungsphänomens ausgesetzt. Es gibt einen Punkt, wo man nicht weiterkommt, beispielsweise. Eben dadurch, dass sich das Entführungsphänomen nicht irgendwie offenbart, dass es keine öffentlichen, dass UFOs nicht über was weiß ich, über Großstädten erscheinen und sich der ganzen Weltbevölkerung zu erkennen geben, beispielsweise. Wir sind halt immer nur auf so kleine Bröckchen angewiesen, die uns hingeschmissen werden. Und dadurch, dass diese Thematik auch so ein bisschen immer so ein bisschen ironisch angefasst wird,
führt es auch zu einer Nichtbeachtung in der, ja, in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Also so eine Angst, sich damit zu beschäftigen oder Vorbehalte, sich damit zu beschäftigen. Und das Ganze führt halt zu so einer Art Grauzone, in der viele Irrtümer und Halbwissen irgendwie aufkommt und es eben zu vielen, naja, Fehleinschätzungen kommt, vielen falschen Meinungen über das Thema. Und ich habe jetzt mal ein paar dieser populärsten falschen Vorstellungen und Einschätzungen zusammengestellt, die es über das Entführungsphänomen gibt. Also das wäre einmal, dass es eben diese Vorstellungen gibt, dass sich Entführungen durch irgendwelche Überwachungsmaßnahmen, Haustiere oder Waffen aufhalten lassen. Ich kenne schon Betroffene, die mit einer Waffe unter ihrem Kopfkissen geschlafen haben. Und dadurch gehofft haben, dass sie, dass das abschreckend wäre für diese Wesen und dass sie dadurch nicht mehr auftauchen würden. Oder Betroffene haben sich halt auch Hunde angeschafft und haben dann halt gedacht, die Hunde würden dann wahrscheinlich anschlagen. Und wenn diese Wesen auftauchen würden und würden sie dann fernhalten. Oder was am meisten vorkommt, ist, dass Entführte versuchen, über Nacht wach zu bleiben, weil sie dann eben glauben, wenn sie wach bleiben, dann trauen sich diese Wesen einfach nicht an sie ran. Sie denken, erst wenn sie schlafen gehen, sind sie halt verwundbar. Da musste ich auch schon mit manchen Leuten reden, dass sie das besser sein lassen sollen, weil es eigentlich eher schädlich für sie selbst ist und eigentlich auch nichts nützt. Weil es eben so ist, dass während Alien-Begegnungen und Entführungen bestimmte Manipulationsformen und Kontrollmechanismen zum Einsatz kommen. Das äußert sich in einer Art geistigen und körperlichen Einflussnahme. Also die körperliche Einflussnahme ist daran erkennbar, dass man meistens gelähmt ist, während diese Wesen in der Nähe sind, sich nicht bewegen kann, so sehr man sich auch anstrengt, auch nicht mal so richtig schreien kann oder nur so ein paar kleine Wortfetzen herausbringt. Was man noch bewegen kann, sind dann vielleicht die Augenlider, die man aufmachen kann. Und diese geistige Einflussnahme äußert sich dadurch, dass man quasi, wie ich vorher schon erzählt habe, so ein bisschen unter ihre Kontrolle kommt. Sie versetzen die Betroffenen dann in eine Art veränderten Bewusstseinszustand. Also aus dem bewussten Erleben heraus erfolgt dann so eine Art Eintrübung des Bewusstseins. Sie sind dann so ein bisschen weggetreten, so ein bisschen wie in Trance. Können sich dann vielleicht auch nicht mehr so richtig bewegen. Und auch ihr persönlicher Wille ist so ein bisschen eingeschränkt.
sie sind dann quasi dem Willen dieser anderen Wesen unterworfen und sind unter ihrer Kontrolle und führen halt das aus, was, was sie wollen. Beispielsweise geht man dann einfach mit ihnen mit. Ja. Zwischen, ja, darauf gehe ich später noch ein. Was halt auch auffällt, ist, dass diese geistige und körperliche Einflussnahme von den Wesen variiert werden kann. Und dass diese Einflussnahme wahrscheinlich auch nicht technisch vollführt wird, sondern irgendwie geistig von ihnen ausgeht. Und wir Menschen eben verwundbar dafür sind, für diese Kontrolle und uns auch nicht dagegen so richtig zur Wehr dagegen setzen können. Es ist auch so, dass anwesende Personen, die sich gerade zufällig in der Nähe befinden oder sich sowieso in der Nähe befinden, dann auch diesem Einfluss unterstehen. Beispielsweise bei Ehepartnern ist es meistens so, dass sie während einer solchen Begegnung einfach irgendwie weggetreten sind und, naja, wie leblos halt quasi daneben liegen und sich auch nicht aufwecken lassen. Ein Betroffener hat mir mal erzählt, dass, ja, dass er mit einem anderen Bekannten gerade irgendwo übernachtet hat und dann ist halt so ein bläuliches Licht hat dann durch die Scheiben geschienen und er hat gewusst, dass jetzt gleich was passiert und hat es auch gespürt, dass bei ihm auch langsam so eine Lähmung einsetzt und er hat noch versucht, diesen anderen aufzuwecken, der sich neben ihm befand. Und der hat dann halt auch so richtig an ihm gerüttelt und auf ihn eingeschlagen. Aber er ließ sich halt nicht aufwecken. Und am nächsten Morgen hat er halt ein paar blaue Flecken dadurch gehabt. Und hat sich auch darüber gewundert dann. Bei Haustieren ist es auch so. Wir haben halt festgestellt, dass vor allem Hunde dann anscheinend auch diesem Einfluss unterstehen. Also sie sind dann auch außer Gefecht gesetzt und reagieren auch gar nicht darauf, wenn die Alienwesen auftauchen. Sie geben keinen Laut von sich oder schlafen einfach. Aber was aufgefallen ist, dass Katzen öfters wach geblieben sind. Also ist halt nicht klar, warum. Vielleicht, weil sie keine unmittelbare Gefahr für sie, für die Aliens darstellen, weil sich dann Katzen eher verkrümeln irgendwo unterm Bett oder sowas. Manche haben auch spekuliert, dass sich Katzen vielleicht schlechter unter Kontrolle bringen lassen, weil die halt so eigensinnige Tiere sind mit einem starken eigenen Willen. Aber ich weiß nicht, ob was dahinter stecken könnte. Naja, dazu gibt es auch eine Geschichte. Also ein Betroffener, also sozusagen, den ich zu meinen besten Freunden zähle, der hat auch einige Zeit eine ganz besondere Katze gehabt. Die hat er halt durch seine Arbeit im Tierheim bekommen und hat sie dann langsam aufgezogen. Und damals, wo er sie bekommen hat, war sie halt noch so ziemlich, aufgekratzt. Sie hat halt irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht mit ihren früheren Besitzern, die ist irgendwo im Fluss gefunden worden. Sie wurde aus dem Fluss rausgefischt irgendwie und war dann am Anfang auch ziemlich aggressiv. Aber er hat es halt geschafft, dass sie dann ganz sanft zu ihm wurde
Und sie war dann auch ziemlich auf ihn fixiert und hat ihn auch so ein bisschen beschützt sozusagen. Also zu ihm war sie dann lieb, aber wenn dann andere Personen kamen, die sie nicht gemocht hat, konnte sie dann so ein bisschen kratzbürstig sein. Und einmal ist es halt bei ihm passiert, dass er hat halt auch Entführungserfahrungen gehabt. Und einmal sind bei ihm wieder diese Wesen aufgetaucht. Die sahen auch so ein bisschen aus wie die kleinen grauen Wesen. Aber bei ihm gab es halt ein paar Besonderheiten. Beispielsweise hatten sie halt eine braune Hautfarbe bei ihm. Und sie sind halt eines Nachts wieder bei ihm aufgetaucht, diese Wesen. Und die Katze war eben noch wach. Und die Katze ist dann auf ihn, er lag im Bett und die Katze ist auf ihn heraufgesprungen, auf seinen Rücken und hat dann einen Katzenbuckel gemacht und hat halt dann in die Richtung von diesen Wesen geblickt, die ins Zimmer gekommen sind und hat sie dann halt ziemlich angefaucht. Und das hat dann tatsächlich geholfen. Und die Wesen sind dann wieder abgezogen und sind dann in dieser Nacht nicht wieder aufgetaucht. Und er hat halt auch erzählt, dass die Wesen dann für einige Zeit auch nicht mehr aufgetaucht wären. Also davor war es so, dass sie ziemlich oft aufgetaucht sind, aber seitdem die Katze sie dann auch angefaucht hat, sind sie eine Weile ferngeblieben. Später sind sie dann aber doch wieder aufgetaucht. Die war dann schon noch da. Die hat. Nee, die eigentlich nie. Ein anderes Erlebnis war, dass bei ihm war, dass er nachts aufgewacht ist. Und da war halt so ein lautes Kreischen in der Wohnung. Dadurch ist er auch wach geworden. War irgendwie so ein schrilles Kreischgeräusch. Und die Katze ist halt dann gleich aufgestanden und ist ins Wohnzimmer gerannt, wo das wahrscheinlich passiert ist. Ist dort halt hingerannt und erst ihr dann nachgegangen und hat dann gesagt, sie hätte dann irgendwie so einen Punkt angefaucht an der Zimmerwand. Wäre halt davor gesessen und hätte dann irgendwie drauf geguckt und so ein bisschen gefaucht. Aber das, was halt da gewesen ist, war dann schon weg. etwas Interessantes, was er noch erlebt hat, war, dass er damals vor einiger Zeit, als er noch in seiner alten Wohnung gewohnt hat, da war ich auch mal zu Gast, konnte mir so ein bisschen Blick darüber machen. Da hat er sich eines Nachts Bett fertig gemacht und war halt noch im Badezimmer, hat sich die Zähne geputzt und so weiter. Und gleich neben dem Badezimmer lag die Küche quasi. Und er hat halt aus der Küche ein Geräusch gehört. Es hat sich so angehört, als ob beispielsweise ein Topf umgefallen wäre. Und er ging dann halt einfach, er hat halt auch gedacht, da wäre was umgefallen und ging dann aus dem Badezimmer raus, hatte noch ein Handtuch um seinen Arm hängen, wollte nach dem Rechten sehen und ist dann in diese Küche rausgelaufen und wollte auf den Lichtschalter drücken, aber das Licht ging nicht an. Und er hat es irgendwie zweimal versucht oder so. Und erst in dem Moment hat er dann gemerkt, dass ihm gegenüber am anderen Ende der Küche ein Wesen gestanden ist, das ihn angestarrt hat. Das Wesen war einfach da, wie aus dem Nichts. Und in dem Moment war er auch so ein bisschen wie gelähmt. Er stand dann da und sie haben sich halt beide angestarrt, er und das Wesen.
Er hat Angst bekommen, wusste nicht, was gleich geschehen würde. Und das Wesen hat sich dann in Bewegung gesetzt, ist auf ihn zugekommen. Und er hat dann irgendwie noch sich noch so ein bisschen bewegen können und hat wie aus dem Reflex heraus versucht, mit dem Handtuch so ein bisschen nach ihm zu schlagen. Hat es aber nicht geschafft. Und das Wesen ist einfach an ihm vorbeigelaufen. Und er meint, es hätte ihn irgendwie angefasst an der Schulter. Und es hat sich so angefühlt, als würde es leicht zuzwicken. Und das Wesen ist aber dann einfach weitergelaufen und in der dahinterliegenden Wohnung verschwunden. Nachdem das vorbei war, funktionierte dann auch wieder das Licht in der Wohnung. Das ging dann, glaube ich, an. Und er hat dann nach dem Rechten geschaut, hat sich in die Wohnung getraut. Aber das Wesen, das zuvor in dieser Wohnung verschwunden ist, war einfach weg. Es war halt ein Beispiel dafür, wie diese körperliche Einflussnahme zum Einsatz kommt. Also es scheint auch so eine Art Fernwirkung zu sein und es kommen keine technischen Mittel dazu zum Einsatz. Also so haben wir es halt zumindest beobachtet. Und diese Lähmung und diese geistige Einflussnahme funktioniert auch auf Entfernung. Und es ist halt eben der Verdacht, dass es sich da um so eine Art geistige Fähigkeit bei diesen Wesen handelt, mit dem sie diese Dinge bewirken können. Es stellt sich dann halt auch die Frage, wie man dieser Kontrolle entkommen könnte. Ist halt schwer. Viele Betroffene fragen, wie man sich gegen diese Wesen zur Wehr setzen kann, aber es gibt da irgendwie keine richtige Antwort dafür. Eben weil dieser Einfluss ziemlich stark ist, wahrscheinlich geistiger Natur ist und wir Menschen so ein bisschen dafür verwundbar sind. Man könnte eventuell sowas wie eine eigene geistige Kraft versuchen, dem entgegenzusetzen. Oder was zu funktionieren scheint, sind halt Überraschungsmomente, mit denen die Wesen nicht rechnen, von denen die dann selbst überrumpelt werden und was dann auch für sie ein bisschen gefährlich werden kann. Ich war mal im Austausch mit einer amerikanischen Entführten, die irgendwie so ein bisschen Kampfsport erfahren war. Sie hatte, glaube ich, auch so eine eigene Schule. Und sie ist auch immer wieder entführt worden und hat versucht, sich gegen diese Erfahrungen zur Wehr zu setzen mit verschiedenen Methoden, mit Meditation oder Autosuggestion, so ein bisschen Selbsthypnose, aber das hat ihr nicht viel gebracht. Und einmal hat sie es halt geschafft, sie ist auf einem Tisch wieder zu Bewusstsein gekommen, lag halt auf so einem Tisch auf einmal. Und hat auch aus einem Reflex heraus gekickt mit ihrem Fuß. War ja auch Kampfsport erfahren und konnte das dann ganz gut. Und dieser Tritt, den sie da ausgeführt hat, der hat dann auch ins Schwarze getroffen. Weil eben um diesen Tisch herum sowas wie graue Wesen standen. Und sie hat halt mit diesem Tritt dann eines dieser Wesen am Auge getroffen, also direkt am schwarzen Auge. Und sie hat halt gemeint, dieses Auge hätte sich ziemlich weich angefühlt, so ein bisschen wie Gelee. Und das Auge hätte sich dann vom Kopf gelöst und wäre dann runtergeflogen auf den Boden. Und hinter diesem schwarzen Auge wäre dann ein kleineres weißes Auge ohne Pupillen halt zum Erscheinen gekommen. Und das Wesen war dann ziemlich erschrocken,
wahrscheinlich auch verletzt irgendwie und hat dann angefangen, ziemlich laut zu schreien, und zwar in einem ganz hohen, schrillen Ton. Und die anderen grauen Wesen, die dabei standen, die sind in dieses Geschrei dann mit eingestiegen. Sie meinte, das wäre dann halt ziemlich laut geworden. Und dann wäre ein Wesen eingetreten in den Raum, irgendwie mit einer Kapuze, so ein Kapuzenwesen, so ein höhergestelltes Wesen wahrscheinlich. Und das hat sie dann wieder unter Kontrolle gebracht. Es wäre dann halt auch wieder so ein Beispiel für eine reflexhafte Handlung, mit der die Wesen dann nicht gerechnet haben. Und nicht geschafft haben, sie rechtzeitig unter Kontrolle zu bringen einfach. Noch so ein nettes Beispiel wäre halt eine Betroffene, die auch so eine kleine reflexhafte Handlung vollführt hat. Sie hat halt erzählt, sie würde immer nachts ihre Socken ausziehen, also so ganz automatisch, wenn ihr warm wäre, und würde sich dann auch nicht mehr daran erinnern. Das wäre auch so eine reflexhafte Handlung bei ihr. Und als sie das wieder einmal gemacht hat, die Socken ausgezogen hat und halt neben sich legen wollte, wie sie es halt immer getan hat, hat sie halt gemerkt, dass diese Socken dann ins Leere gefallen sind. Nicht eben auf das Bett, sondern zu Boden gefallen sind. Und erst dann hat sie halt dann gemerkt, dass neben sich, dass das Bett irgendwie kleiner war als sonst, und dass sie eigentlich auf einem Tisch lag, anstatt in ihrem Bett. Und dann sah sie halt auch, dass sie sich in einem anderen Raum befand. Und die Wesen, von denen sie halt auch immer entführt wurde, standen halt auch im Raum herum. Und brachten sie dann wahrscheinlich auch wieder unter ihre Kontrolle. Und am nächsten Morgen ist sie halt aufgewacht und lag wieder in ihrem Bett, aber die Socken lagen dann ganz ordentlich gefaltet neben ihr, also auf der Matratze. Also ein populärer Irrtum, auf den ich auch immer wieder stoße, ist, dass das Entführte gar keine Erinnerungen an ihre Erlebnisse besitzen oder dass sie sich diese Erlebnisse nicht mehr ins Gedächtnis zurückrufen können. Das ist aber auch falsch. Es gibt ganz bewusste Erlebnisse, bei denen die Betroffenen eben mitbekommen, was mit ihnen geschieht. Aber dann, wenn diese mentale und körperliche Kontrolle eingesetzt wird von diesen Wesen, dann trübt sich halt auch dieses Bewusstsein bei den Betroffenen ein. Das bewusste Erleben nimmt ab. Und die Erinnerungen, die dann in diesem Zustand zutage gefördert werden, sind dann allenfalls irgendwie fragmentarisch. Also es gibt dann so ein Zusammenhang zwischen der Erinnerungsfähigkeit und der Überführung in einen veränderten Bewusstseinszustand. Erlebnisse, die die voll bewusst wahrgenommen werden, die kann man hinterher auch erinnern. Aber wenn die Wesen dann Kontrolle ausüben, trübt sich auch das Bewusstsein ein, und hinterher hat man nur noch ziemlich schwache Erinnerungen an diese Episoden. Das merkt man auch an verschiedenen besonderen Punkten. Zum Beispiel, wenn ein Betroffener aufwacht, sagen wir beispielsweise auf einem Tisch zu sich kommt, kann er sich dann hinterher wieder daran erinnern. Aber wenn die Wesen ihn dann wieder unter ihren Einfluss bringen, dann fehlt halt das Ganze, was hinterher passiert, fehlt ihm dann in seiner Erinnerung.
Es ist halt schon irgendwie da, aber er kann nicht darauf zugreifen. Und dadurch ist es dann so, dass meistens der Anfang und der Ende einer Entführung ziemlich gut erinnert werden können. Aber das, was zwischendurch passiert, das wird ziemlich schlecht erinnert. Also eine Erfahrung baut sich halt auch so ein bisschen langsam, oft so ein bisschen langsam auf, indem der Betroffene wach wird beispielsweise und dann erst realisiert, dass die Wesen in sein Zimmer kommen. Dann wird der Betroffene unter ihre Kontrolle genommen und daran kann er sich dann nicht mehr erinnern hinterher. Es wird dann so ein bisschen blockiert in seinem, ja, in seinem Bewusstsein, in seinem Gedächtnis. Dadurch erklären sich dann auch diese Missing-Time-Phänomene, wenn es zu plötzlichen Erinnerungsabbrüchen kommt. Ja, oder wie man sagen kann, Filmrisse. Die Betroffenen wissen, sie können dann keine Rechenschaft ablegen, was dann für eine bestimmte Zeitspanne mit ihnen passiert ist. Danach setzt dann das bewusste Erleben wieder ein und die, ja, die Erinnerungen gehen weiter. Aber was halt dazwischen passiert ist, das kann wie so ein Sprung sein, der sich dann im Bewusstsein erhalten hat. Plötzlich gibt es halt einen Bruch in der Erinnerung und dieser Bruch wird dann an anderer Stelle wieder aufgenommen. Was dazwischen passiert ist, weiß er nicht. Oder es kommt halt mit der Zeit wieder herauf durch spontane Rückerinnerungen. Ja, auch Flashbacks genannt, wenn die ziemlich stark sind. Hatte auch schon ein paar Flashbacks. Also die können sich ziemlich stark äußern. Also in einem Bild, das einen dann plötzlich wieder ins Bewusstsein springt. Manchmal kann es so eine Art konkreten Auslöser geben für ein Flashback. Manchmal ist dieser Auslöser nicht direkt erkennbar. Aber das Bild, das Erinnerungsbild steigt dann wieder im Bewusstsein empor. Und es kann so stark sein, dass man quasi das Erlebnis nochmal durchlebt. Und es ist dann auch so, dass man sich hinterher darüber wundert, warum man das Erlebnis überhaupt vergessen konnte, das dann aufgetaucht ist. Es wurde halt im Bewusstsein blockiert, aber und wenn es dann wieder auftaucht, weiß man auch wieder, dass es passiert ist. Und man wundert sich darüber, wieso man das überhaupt vergessen konnte. Es ist halt ein bisschen schwer zu erklären. Das Ganze gibt es auch analog bei irgendwelchen psychologischen Traumen, dass dann ein Erlebnis, die Erinnerung an ein Erlebnis blockiert wird und dann spontan halt wieder hochkommen kann. Was dann auch ziemlich häufig auch von Skeptikern angeführt wird, ist, dass Informationen über zurückliegende Entführungsereignisse eigentlich auch, nur durch Hypnose dann irgendwie rekonstruiert werden oder Entführungen eigentlich nur unter Hypnose erinnerbar sind. Das ist auch falsch. Also ich kenne auch niemand, außer zwei Leuten, die damals mit Feedback zusammengearbeitet haben, kenne ich halt niemanden, der sich einer Rückführung unterzogen hat. Das Problem ist auch, dass im Moment die Leute fehlen. Also es gibt auch keinen richtigen Ansprechpartner für Betroffene. Irgendwie Psychologen oder Hypnosetherapeuten, an die sie sich wenden können. Gibt es einfach nicht im deutschsprachigen Raum und da muss halt noch einiges getan werden dann in der Zukunft.
ist halt auch nicht so, dass Erinnerungen an frühere Erfahrungen im Bewusstsein gelöscht werden. Sie werden einfach nur blockiert. Die Entführte speichert schon alles, was er erlebt. Er ist während einer Entführung ja nicht wirklich bewusstlos. Sein Bewusstsein ist nur etwas eingetrübt, aber er registriert schon vieles, was um ihn herum passiert. Und daran setzt eben die Hypnose ein, dass man diese Erinnerungen wieder zugänglich machen kann. Aber die Hypnose, was ich jetzt mitbekommen habe im Laufe der Zeit, ist, dass die Hypnose gute Ergebnisse liefert. Und ja, schon ja, der Realität gerecht wird. Erinnerungen werden schon, Erinnerungen an vergangene Erlebnisse sind schon in dem Betroffenen selbst gespeichert. Aber er kann nicht unter normalen Umständen nicht darauf zugreifen. Das kann dann so weit führen, dass er durch diese Erinnerungen, die in seinem Unterbewusstsein gespeichert sind, dass die quasi bis zu seinem Alltagsleben durchwirken können. Irgendwie eine Wirkung entfalten können, die dem Betroffenen nicht bewusst ist. Eben durch viele Betroffene haben tragen sowas wie Ängste davon, Ängste vor der Dunkelheit. Bei mir ist es auch so, dass, dass da einiges ist, was, was an Gewalterfahrungen erinnert. Also sowas wie, wie sagt man? sowas wie Reste, ja, beispielsweise solche Sachen eben. Und vielen Entführten geht es dadurch auch, haben dadurch auch so ein bisschen Probleme, ihren Alltag quasi in Einklang zu bringen mit ihren Erlebnissen, weil sie auch die Nachfolgewirkungen dieser Erfahrungen spüren und ihnen halt auch nicht immer ganz bewusst ist, woher diese Folgeerscheinungen kommen. Sie haben dann Ängste, sie können halt nicht den Finger drauflegen und wissen nicht, woher diese Ängste kommen. Viele Entführte schlafen nachts mit dem Licht, das halt an ist, oder mögen es halt nicht allein zu schlafen. Das sind halt immer solche Nachfolgewirkungen, die den Betroffenen nämlich bewusst sein müssen, woher die eigentlich kommen. Analog könnten auch sowas wie Informationen in den Betroffenen abgelegt werden, die dann irgendwie unbewusst eine Wirkung entfalten könnten. Etwas Unheimliches, das ich halt festgestellt habe, ist, dass viele Betroffene sowas wie ein Gefühl haben, dass in der Zukunft irgendwas Besonderes passieren könnte. Ein besonderes Ereignis, aber das von großer Bedeutung sein wird wahrscheinlich. Aber es ist halt nicht... Es ist halt nichts Konkretes, aber es ist halt dieses Gefühl, dass etwas passieren wird oder passieren kann, was ich halt auch ziemlich unheimlich finde. Und naja, wenn man die Mittel hätte,
vielleicht mal genauer untersuchen könnte. Also beispielsweise durch, indem man mehrere dieser Betroffene sammelt und dann zu bestimmten Gesichtspunkten befragt beispielsweise. Ein Irrtum, den man auch häufig findet, ist, dass Entführungen nur dann stattfinden, wenn der Betroffene nachts im Bett liegt und es dann halt irgendwie solche traumartigen Sachen sind oder Halluzinationen, die sich dann beim Einschlafen oder beim Aufwachen dann ergeben. Aber die Erfahrung zeigt halt, dass es auch Dinge gibt, die tagsüber passiert sind und dort auch bei vollem Bewusstsein. Der eine Betroffene, von dem ich vorher schon erzählt habe, mit seinem seltsamen Wesen, hat die Wesen tagsüber auch in der näheren Umgebung gesehen. Bei ihm gibt es halt viel Waldgebiet. Und er ist dann auf diese Wesen auch tagsüber im Wald gestoßen, also vor allem dann auch als Kind, dass sie dann plötzlich aufgetaucht sind, irgendwie aus den Büschen gelaufen sind, auf ihn zugekommen sind. Bei einem Erlebnis, wo er dann ein bisschen älter war, war es dann so, dass er wieder im Wald spazieren war, dann auch so ein Wesen auf einmal auf ihn zukam, einfach aufgetaucht ist. Und es hatte dann so eine Art metallischen kleinen Stift in der Hand. Und diesen Stift hat es ihm in die Nase gerammt. Er hat dann auch das Bewusstsein verloren, gleich hinterher. Ist dann später wieder auf dem Waldboden zu sich gekommen und hatte ziemlich starkes Nasenbluten. Weil dieses Nasenbluten nicht aufgehört hat, ist er dann zu einem Arzt gegangen und der musste ihm dann eine Ader veröden, damit eben der Blutfluss aufgehört hat. Er hat ihm natürlich nicht erzählt, was passiert ist, und dadurch hat der Arzt dann auch keine weiteren Worte darüber verloren, was irgendwie die Ursachen dafür sein könnten. Was auffällt, ist, dass trotzdem für die Durchführungen von Entführungen Nachtstunden bevorzugter sind. Vielleicht verschiedene Nützlichkeitskriterien erfüllen, weil nachts, man kann halt nur darüber spekulieren, vielleicht weil nachts weniger Leute oder potenzielle Zeugen unterwegs sind. Eine andere Theorie wäre dann, dass der Entführte, wenn er schläft beispielsweise, leichter unter Kontrolle zu bekommen ist. Also er schläft und kann dann quasi gleich abgeholt werden von den Wesen. Sie können ihn dann gleich beeinflussen, ohne dass er möglicherweise aufwacht und eine Gefahr darstellen könnte für die Wesen. Und wenn er schläft, befindet er sich halt schon in dem geeigneten Bewusstseinszustand, sagen wir mal so, dass er ganz leicht unter Kontrolle gebracht werden kann und dann auch keine Erinnerungen davon trägt an das, was passiert. Das muss ihm dann gar nicht beispielsweise bewusst sein, dass dann irgendwas passiert ist. Manche Leute haben auch die Vorstellung, dass die Aliens sich irgendwie wie Einbrecher verhalten würden und dann irgendwelche Spuren hinterlassen. Manche Leute denken, dass die irgendwie durch Türen kommen könnten. Ein Betroffener hat mal Angst gehabt, dass sie irgendwie durch sein Fenster kommen könnten, also wenn das angelehnt ist oder wenn es offen ist. Aber was sich beobachten lässt, ist halt, dass die Wesen plötzlich im Zimmer auftauchen können und ebenso schnell auch wieder daraus verschwinden können.
Sie sind meistens einfach da. Ein Betroffener hat mir mal erzählt, dass die Wesen bei ihm eher irgendwie von der Richtung vom Balkon her kommen könnten, würden. Aber vor diesem Balkon hing halt damals noch so eine Art Katzengitter, damit die Katze nicht irgendwie runterspringt. Und das war halt auch kein Problem für sie, sind dann trotzdem irgendwie reingekommen. Sie scheinen halt keine Türen zu benutzen. Sie sind darauf nicht angewiesen. Ist eher so, dass sie direkt in den Raum reinspringen können und sich dann beispielsweise irgendwie auflösen können und dann weg sind. Dennoch kam es ganz selten mal vor, dass Türen geöffnet worden sind. Die Haustüre beispielsweise, obwohl sie halt vorher verschlossen gewesen ist, ist dann ohne Probleme aufgemacht worden. Das hat der Betroffene auch beobachtet, dass die abgeschlossene Tür einfach aufgemacht worden ist. Und einer ist mal morgens aufgewacht und sämtliche Türen in seiner Wohnung waren halt geöffnet, einschließlich der Haustüre. Und damals hat er noch zwei Babykatzen gehabt. Und er war dann ziemlich wütend darüber, weil die Babykatzen sind dann eben durch diese offene Haustüre rausgelaufen. Und da war halt noch zum Glück ein Korridor, sodass sie halt das Haus nicht verlassen konnten. Also sie sind dann halt draußen in diesem Korridor herumspaziert. Und weil es eben Babykatzen waren, waren sie halt nicht auch, waren sie nicht für diese Türöffnung verantwortlich. Also sie haben weder davor noch danach irgendwelche Ambitionen gezeigt, Türen öffnen zu können. Und die Haustüre war ja auch verschlossen. Andere Vorstellungen sind, dass Entführungen nur in irgendwelchen abgelegenen Gebieten stattfinden würden, nicht in Großstädten. Die Erfahrung zeigt aber, dass es ganz egal ist, wo sich der Betroffene aufhält. Manchmal wird er aber weggelockt, so ein bisschen auf freies Feld, hat dann irgendwie den Drang, rauszugehen. Oder was ein bisschen seltener vorkam, was man in ausländischen Berichten öfter hört, dass der Betroffene in seinem Auto unterwegs ist und dann irgendwie den Zwang hat, irgendwie woanders hinzufahren, einen anderen Weg zu nehmen als den eigentlichen Nachhauseweg. Das kommt aber, das ist aber nur ganz selten vorgekommen bei den Leuten, die ich kenne. Aber dennoch ist es halt passiert, dass Entführte irgendwie rausgelockt werden an einen anderen Ort, also auch den Zwang, den inneren Zwang verspüren, dann die Wohnung zu verlassen und irgendwie einen nächtlichen Spaziergang zu machen. Und dabei passiert dann irgendwas. Dann ist eben auch die Problematik, dass Entführungen nur so eine Art Spezialform von Alien-Nahbegegnungen darstellen. Es gibt eben noch eine Vielzahl von anderen Erlebnissen, die sich nicht in dieses Entführungsschema pressen lassen können. Das sind dann oft diese Bedroom-Visitor-Erfahrungen, also diese Schlafzimmerbesuche, bei denen irgendwelche Wesen auftauchen, deren Ziel es nicht zu sein scheint, den Betroffenen zu entführen, sondern sie sind dann einfach da. Oft nicht klar, warum sie überhaupt da sind, warum sie auftauchen. Der Betroffene kann während solcher Erfahrungen trotzdem
viele Elemente aus Entführungen erfahren, also beispielsweise gelähmt sein und sich nicht bewegen können. Und dann hört er vielleicht Schritte im Zimmer oder nimmt ein Wesen wahr, das sich dann über ihn beugt. Andererseits gibt es auch die Problematik, dass sich solche Bedroom-Visitor-Erlebnisse nicht immer ganz klar von Entführungen trennen lassen. Eben auch, weil die Erinnerungsfähigkeit der Betroffenen so ein bisschen eingeschränkt ist. Sie sich nicht auch an alles erinnern können, was passiert ist. Und man dann auch nicht sagen kann, ob eine Entführung stattgefunden hat oder ob es nur so eine Art Bedroom-Visitor-Erfahrung war. Was auch vorkommt, ist, dass die grauen Wesen beispielsweise auftauchen können, sich dann aber nur im Schlafzimmer aufhalten und irgendwas mit den Betroffenen dort machen, aber ihn nicht mitnehmen. Und das könnte man dann auch als Bedroom-Visitor-Erfahrung einordnen. Noch was zu den Kommunikationsformen, also wie diese Wesen kommunizieren. Wie können sie sich überhaupt mit uns verständigen oder mit uns sprechen? Manche Leute haben halt die Vorstellung, dass wir ja natürlich verschiedene Sprachen sprechen müssen und dass wir uns dann untereinander nicht verständigen könnten. Aber die Verständigung, Kommunikation untereinander findet auf einer anderen Ebene statt. Es ist nicht so, dass die Wesen durch Laute kommunizieren würden, sondern sie scheinen auf etwas zurückzugreifen, das wir als Telepathie einordnen müssen. Und diese Telepathie scheint für sie auch meistens die natürlichste Form der Verständigung zu sein. Also auch untereinander greifen sie darauf zurück. Was unheimlich daran ist, dass sie bei Betroffenen auch einfach Gedanken in Sekundenschnelle quasi aufgreifen können, diese Gedanken interpretieren können und angemessen darauf reagieren können. Dafür habe ich schon ein paar Beispiele erlebt. Dieser eine Betroffene, der seine Wesen auch bei vollem Bewusstsein beispielsweise nachts tagsüber im Wald gesehen hat, der hatte als Kind auch mal so ein Erlebnis, dass er auch wieder im Wald gespielt hat und ein Wesen ist dann auf ihn zugetreten aus dem auch aus dem Unterholz heraus und ist halt auf ihn zugekommen und er hat gemeint, das Wesen hätte ziemlich stark gestunken. Es war halt so ein modriger Geruch irgendwie, wie nach verfaultem Laub und alten Pilzen irgendwie. Und er hat halt gedacht, auch aus einem Reflex heraus, er hat halt nur an diesen Geruch denken können. Und dieses Wesen hat halt sofort darauf reagiert und hat eben durch Laute aber geantwortet und hat gesagt, es könne nichts dafür, dass es so stinken würde. Und dann hat es noch gesagt, dass es gekommen wäre, von weit weg gekommen wäre, um ihn zu holen. Dann hat er sein Bewusstsein verloren. Er hat halt gesagt, dass es auch öfter vorgekommen ist, dass er was gedacht hat. Und diese Wesen hätten dann sofort in Lautsprache geantwortet. Aber er hat halt gemeint, dass es ein bisschen anstrengend für die Wesen zu sein scheint. Und
diese Stimme, die sie dann erzeugen, auch ziemlich hoch ist und schrill ist. Aber sie können dann auch adäquat antworten. Also auch auf Deutsch quasi. Aber dennoch ist eben Telepathie der natürlichste Verständigungskanal. Und oft gibt es ja dieses Argument, dass die grauen Wesen beispielsweise so maskenhaft, irgendwie so unheimlich wirken, weil die eben einfach nur so still dastehen und keine Gefühlsregung von sich geben. Also man kann Gefühle irgendwie nicht von ihren Gesichtern ablesen. Und manche versteifen sich dann eben auf die Theorie, dass es sich dabei nur um Roboter handeln würde. Aber wie mir halt Betroffene mitgeteilt haben, ist es so, dass sie schon Gefühle äußern können, aber dann auch auf telepathischen Kanal quasi. Also dadurch können sie sich mitteilen. Es ist eher so, dass sie nicht auf eine Körpersprache angewiesen sind, eben dadurch, dass sie eher Telepathie nutzen, auch untereinander, dadurch auch keine Körpersprache mehr brauchen. Die Körpersprache vielleicht auch im Laufe der Zeit dadurch bei ihnen verkümmert ist und sie dann eben auch keine Gestiken oder keine Mimiken anwenden müssen, weil sie sich eben untereinander zweifelsfrei mitteilen können, was sie meinen. Und diese Telepathie scheint auch wieder über die Ferne wirken zu können. Das ist irgendwie so eine geistige Fähigkeit. Was sonst an Lautsprache aufgefallen ist, beobachtet worden ist, ist halt ziemlich mager. Also es ist schon beobachtet worden, dass die Wesen manchmal gesprochen haben oder Laute von sich gegeben haben, aber es war halt, das kann man an einer Hand abzählen, was es da an Beobachtungen gibt. Also es sind meistens so schrille und kreischende Stimmen oder irgendwelche Laute, die dann ausgeschrien werden. Ein Betroffener hat mir mal gesagt, dass er was in seiner Wohnung gehört hat, irgendwie zwei Wesen gesehen hat, die sich miteinander unterhalten hätten. Und es hätte für ihn so geklungen wie die Stimmen von alten Omas quasi. so hat das halt beschrieben. Auch so ein bisschen hoch. Was auch mal beschrieben worden ist, ist ein summendes Geräusch, das eines dieser Wesen von sich gegeben hat, dabei aber den Mund zu hatte und halt so eine Art Summen aus ihm herauskam. Also genauso wie sich Wespen anhören, die in großen Schwärmen herumsummen. Wenn aber durch Laute geantwortet wird, scheinen sie auch ihren Mund dafür benutzen zu können. Also sie können ihn schon aufmachen. Aber diese Beobachtungen sind halt auch schon sehr selten. Was an Kommunikationsformen durch Telepathie zustande kommen kann, habe ich mal ein bisschen zusammenzustellen versucht. Dabei habe ich mich auch auf andere Betroffene gestützt. Und im Wesentlichen scheinen sich dann vier Kommunikations- oder Telepathieformen auszumachen, die auch miteinander, die eigentlich auch dauernd miteinander kombiniert werden. Also einerseits können diese Wesen, es ist eigentlich egal, ob es sich um kleine graue Wesen handelt oder um menschliche Wesen oder irgendwelche anderen fremdartigen Wesen. Also diese Fähigkeit für Telepathie
scheint bei den meisten vorhanden zu sein, erstaunlicherweise. Was dann oft eingesetzt wird, ist, dass Bilder übertragen werden, Bilder als Verdeutlichung, Bilder können als Erklärungen dann herhalten. Bilder können dann auch mit Gefühlen gekoppelt werden. Das heißt ja auch, dass ein Bild mehr sagen kann als 1000 Worte. Bilder können dann an Gefühle gekoppelt werden. Und es gibt eben Betroffene, die mir gesagt haben, dass die Wesen sehr wohl Gefühle äußern können, aber eben auf telepathischen Weg. Und dass diese übermittelten Gefühle teilweise ziemlich stark sein können. Das dann auch, naja, einer hat mal gesagt, dass es so wie ein Rausch sein könnte. Also man kann damit vollkommen überfordert werden, mit diesen Gefühlen, die dabei übertragen werden. Kurze Fragen zur Klarstellung. Die werden von den Wesen auf die betroffene Person übertragen oder die betroffene Person nimmt Kommunikation zwischen den Wesen wahr. Können Sie das klarstellen? Die Wesen, wenn die Wesen mit den Betroffenen kommunizieren. Das heißt, die Person, das, was Sie hier schreiben, haben Personen erzählt, dass sie das wahrnehmen. Mhm. Sie nehmen Bilder wahr und sie nehmen auch Gefühle wahr. Ja. Okay. Und dann gibt es eben sowas wie noch etwas, das daran gekoppelt werden kann, das ich unterschwellige Telepathie genannt habe. Das sind sowas wie Gedanken, Fetzen, die auftauchen können, die man irgendwie auch mit so einer Idee vergleichen könnte, die einem plötzlich ins Bewusstsein schießt. Vielleicht keine klaren Gedanken, keine klaren Wörter, aber sowas wie eben sowas wie Gedanken. Eine Vorsprache. Oder könnte man, ja, das könnte man so ausdrücken. Begriffsräume. Ja. Wenn sich dem Wesen Mühe machen wollen, können sie aber auch quasi Worte direkt übermitteln und dann also direkt Worte, die der Betroffene aufnehmen soll, übermitteln. Aber anscheinend kommt es nicht so häufig vor. Darüber muss man sich auch so ein bisschen bewusst werden. Es wird vielleicht auch nicht immer so klar geäußert. Diese Sachen habe ich bei David Jacobs mal gefunden, glaube ich, oder Bud Hopkins, der dann gesagt hat, dass Aussagen, die unter Hypnose gewonnen werden, eigentlich nur sowas wie Interpretationen der Betroffenen sind. Das, was von den Wesen an sie gerichtet wird unter Telepathie, das sind eigentlich keine genauen, klaren Worte, sondern oft sowas wie Interpretationen von den Betroffenen. Sie müssen die Dinge ja auch irgendwie zusammensetzen in ihrem Bewusstsein. Und es könnte auch so ein bisschen so eine Fehlerquelle sein, der man bei Hypnose begegnen kann. Also man muss halt nicht immer genauen Wert drauf, naja, man kann sich nicht immer, vielleicht nicht immer ganz drauf verlassen, dass die Betroffenen dann quasi
die Wahrheit erzählen, nicht die Wahrheit erzählen, also den Inhalt einer Aussage vielleicht richtig wiedergeben, weil es eben auch sowas wie Interpretationen sind, die dann im Bewusstsein des Betroffenen stattfinden. Und eben auch durch den Umstand, dass selten halt richtige Sätze übertragen werden. Also die Betroffenen hören selten richtige irgendwie richtige Erzählungen in ihrem Kopf, sondern es sind halt eben diese Konzepte und diese Bilder, Gefühle, und die setzen sie dann in ihrem Bewusstsein zusammen. Es ist nicht so, dass sie irgendwelche Geschichten erzählen, also die Wesen den Betroffenen irgendwelche Geschichten erzählen und irgendwelche Sätze dann in ihren Kopf quasi vorlesen oder sowas, sondern es sind eben diese Formen der Telepathie, die sie dann interpretieren. Was aber häufig vorkommt, ist, dass zu der sprachlichen Telepathie ein bekanntes Beispiel ist halt, dass die Wesen dann oft sagen, oft wiederholen dann im Bewusstsein des Betroffenen, dass er keine Angst haben muss, das dann öfter wiederholen, irgendwie, du musst keine Angst haben, du musst keine Angst haben. Diese Dinge können dann auch ganz gut für Manipulation eingesetzt werden, indem sie diese Telepathieform miteinander koppeln, ergeben sich halt vielfältige Manipulationsmöglichkeiten. Sie können dadurch einen Betroffenen irgendwie suggerieren, dass er müde ist, und sie können ihm quasi das Gefühl für Müdigkeit übertragen und können ihn dann gleichzeitig auch unterschwellig übertragen, dass er ins Bett gehen soll. Das wäre dann ein Beispiel dafür. Oder der Betroffene fühlt sich dann unruhig und hat dann in seinem Kopf irgendwie den Impuls, dass er einen anderen Ort aufsuchen soll, dass er einen Spaziergang machen soll beispielsweise. Diese bildliche Telepathie kann gut dadurch eingesetzt werden, dem Betroffenen irgendwelche Dinge vorzuspiegeln, irgendwelche Bilder zu übertragen oder sich dadurch selbst zu tarnen. Ich habe mal bei Katharina Wilson den Begriff Camouflage gefunden, und sie macht halt diese Unterscheidung zwischen Camouflage und Vorspiegelung. Und Camouflage ist halt für sie das Tarnen der Wesen. Sie tarnen halt Gegenstände, die sich wirklich zu diesem Zeitpunkt vor Ort befinden. Die tarnen sie dann irgendwie, überlagern dann ein anderes Bild dafür. Also statt einem grauen Wesen sieht ein Betroffener dann zum Beispiel ein Reh, das im Zimmer steht, oder irgendwas anderes. Und Vorspiegelungen sind sowas wie zusätzliche Gedankenbilder, die sie dann erzeugen können. Sie könnten dann auch so ein kleines Szenario übertragen, um den Betroffenen zu täuschen. Vorspiegelungen sind dann auch sowas wie gibt ja diese Berichte, dass Betroffenen dann Bilder im Kopf gezeigt werden, auch irgendwie von apokalyptischen Ereignissen. Das können sie halt gut machen. Sie könnten durch die Übertragung von Gefühlen, können sie auch so eine Art Bonding durchführen, also den Betroffenen dann so ein bisschen auf sich
ja, fixieren, gefühlsmäßig, dass er halt ein angenehmes Gefühl entwickelt, bei sich zu einem bestimmten Wesen vielleicht hingezogen fühlt oder das Wesen dann als Bezugswesen irgendwie auffasst und so eine Art, ja, Verhältnis zu ihm aufbaut, so ein emotionales Verhältnis zu ihm aufbaut. Ja, ist halt schon ziemlich erschreckend, was es da für Möglichkeiten geben kann. Abschließend bleibt halt zu sagen, dass der Entführte sowas wie ein offenes Buch für diese Wesen sind und sie durch die Telepathie quasi in ihn hineinsehen können. Der Entführte quasi wie auf einem Präsentierteller für sie liegt. Also sie können alles in ihm sehen und sie können ihn dann auch dementsprechend manipulieren. Ja, ich denke, an diesem Punkt lasse ich es dann dabei bewenden mit dem Vortrag.